Prima serata siamo a Karlsruhe, una bellissima, magnifica manifestazione. Oggi è una cosa straordinaria, Terence Hill, o Mario Girotti, come si suol dire, il vero nome ufficiale, il partner grande mito del cinema internazionale con Bud Spencer. Oggi promuove per l'ennesima volta un suo grandissimo capolavoro. Migliaia di persone stanno seguendo questo magnifico tour in tutta la Germania e ovviamente Karlsruhe è una di quelle più privilegiate città che sta ospitando questa magnifica nuova sua produzione. A più tardi! Ciao, da dove vieni? Io sono di Karlsruhe. Di Karlsruhe. Sei venuto extra apposta per lui? È una vita che lo aspetto da una parte, è proprio la gioventù che ho passato con i film. Guarda. Davvero? Lo conosci più come Terence Hill oppure come Mario Girotti? Mario Girotti, ho anche visto i film di Karl May, i film tedeschi, e lì si chiamava ancora Mario Girotti. Poi ha avuto la carriera in America e si è fatto chiamare poi Terence Hill. Ma tu sai che lui era prima un attore romantico? Cos'è che ti è piaciuto più, il romanticismo o più il western? Ma è stato sia così che così un bravo attore. Ha fatto i film come ha dovuto farli. È un simpaticone, in tutti i modi. Quindi speri questa sera magari avere un autografo? Speriamo, speriamo. Lo chiamerò Mario. Forse reagirà, non lo so. Ma sicuramente ti faccio un in bocca al lupo e per gli italiani all'estero. Saluti, saluti all'Italia e saluti dalla Germania. Ciao, grazie. Grazie. Per l'Italia, per Italia d'Italia e Televisione Italia Day. I nostri connazionali italiani all'estero la amano. Ah, grazie. Ho avuto l'onore e il piacere di intervistare due volte il suo grande mito, sì, compagno, sì, Carlo Pedersoli, sì, o per Bud Spencer. Sì. Il feeling che c'è stato con Bud Spencer per questi grandi film, maestro? Beh, un feeling da fratelli, diciamo. Divertente, avventuroso, perché siamo andati in posti avventurosi come Sudafrica, Colombia, Sud America, Brasile, eccetera, eccetera. E ogni volta era un'avventura, ma lui diceva è come tornare a scuola, quindi siamo come due compagni che tornano a scuola e fanno un po' di cose di bello, ci trovano. Sappiamo che questo grandissimo film, il suo nuovo capolavoro, no? È dedicato a Bud Spencer? Sì, è dedicato, poi io non ho, poi ho scoperto, tutto sommato, il film è un po' una storia sua, se vogliamo, quella della ragazza, ma una storia sua. Abbiamo seguito. Un'ultima domanda per il maestro Bud Spencer, anche per lei, giusto? Come è riuscita a conoscere questo mito e lei cosa? Allora, guarda, questo lo racconterò sul palco, quindi lei lo saprà, perché è un racconto, ci vogliono 5 minuti perlomeno per dirlo, ma è un racconto molto divertente, è bello, quindi se lei sta qui lo sentirà. Siamo venuti apposta per lei. Ah, grazie. Grazie per l'Italia. Prego, grazie. Ich möchte einen Stuhl haben, sodass da auf dem Stuhl kann alle sehen. Wenn der Stuhl kommt, dann kann ich da auf den Stuhl gehen. Besorgt uns mal zwei Stühle, bitte. So, ich bedanke mich, dass ihr alle hier gekommen seid. Ich hatte das gar nicht erwartet, dass so viele Freunde mich besuchen. Ich freue mich auch, dass ich euch in meinem Film so introduzieren kann, weil es ist da, wo ich gedreht habe, ich habe für das erste Mal Bud Spencer getroffen. Das ist eine ganz witzige Geschichte. Also, es geht so.
Bud Spencer war in Almeria, Spanien, ganz Süden, und er drehte einen Film. Er hat diesen Film gedreht und der Film hieß Die Katze, der Hund und die Fuchs. Und Bud Spencer natürlich war der Hund. So, die haben für eine Woche gedreht. Aber der Schauspieler, der die Katze gespielt hat, hat einen Fehler gemacht. Er hat Krach gehabt mit seiner Freundin und dann, vielleicht ich dann kann ich nicht sehen, was ich mache, aber die haben so einen Fuß-Kick, wie sagen wir, einen Calcio gegeben. So. Aber sie hat so gemacht und er hat die Wand getroffen. So, er hat seinen Fuß gebrochen. So, aber so, so viel, dass er konnte nicht mehr den Film machen. So, das war eigentlich Bud Spencer in mein Glück, weil der Direktor ist schnell nach Rom geflogen von Madrid, um eine neue Katze zu finden für den Film. So, er hat vielleicht 10 Bursche gesehen und dann hat gesagt, du bist meine beste Katze, besser als der andere in Almeria war und hat schon gedreht. Jetzt mussten wir schnell nach Almeria gehen, weil wir haben wenig Geld. Wir mussten anfangen und ich kann die Leute nicht bezahlen für Nachmittag. So, wir sind geflogen nach Madrid. Now we had to go to Almeria. So. Almeria, as you all know, is am Meer, weit weg von Madrid, vielleicht 56 Kilometer. Aber es gibt ja keinen Flughafen damals, keine Autobahn. So, ich bin gefahren, aber hingesetzt in einen kleinen Wagen und die ganze Nacht 12 Stunden nach Almeria gehen. Endlich. Nach 12 Stunden, Almeria ist auch eine kleine Stadt, habe ich gedacht, ah, jetzt kann ich in ein Hotel gehen und schlafen. Und da hat er mal Friseur gesagt, nein, nein, ich muss sie jetzt auf ein Set bringen. Okay, sage ich es. So, er sagte, er hat mich auf ein Set gebracht und hat mich da gelassen, ist weg mit dem Wagen und die Crew war ungefähr 50 Kilometer weg und war ich ganz alleine in die Wüste von Almeria und dann plötzlich zwei Frauen kommen zu mir hier und wenn die da hier standen, eine hat ein Handtuch genommen von seiner Tasche und hat es in front of mir so getan und hat gesagt, zieh deine Hosen aus. Damals, wir hatten wenig Geld, war kein Trailer, kein Nike, gar nichts. So, ich sollte meinen Cowboy-Anzug jetzt anziehen und jetzt das Hemd kommt auf, jetzt muss nehmen diesen Hemd, now Stiefel und jetzt kriegst du die Pistole. Und da habe ich angefangen, dass ich mich richtig wie sagen, cool zu finden mit der Pistole. Man war nicht mehr, ich habe nicht mehr, ich war nicht mehr müde, danke. Und gut, und ich haben gesagt, komm. Dann bin ich gelaufen und da war Kruger und da war ein großer Mann und man hat gesagt, hier ist der Hund und ich habe gesagt, er hat gesagt, Piacere, haben wir es immer. Und so ging es, aber ich war,
habe ich gefragt den Direktor, aber was für eine Szene sollen wir machen? Ich habe gar nicht den Drehbuch gekriegt und ich muss studieren die Rolle. Ich kann nicht gleich jetzt improvisieren. Mach dir keine Sorge, sagt er. Jetzt drehen wir eine Schlägerei zwischen die Katze und der Hund. Dann haben wir gesagt, so, das erste Mal, aber Schlägerei. Und dann hat Bart gesagt, du Kleiner, hast du Angst? Ich habe gesagt, du Dicker, pass auf, ich bin ganz schnell. Das waren die ersten Worte, dass wir zwei gesagt haben zu uns. Aber dann sind wir die besten Freunde gewesen und auch Brüder. Ist das komisch, dass es so wie eine well, Destiny war, dass einer sich ein Flugprobleme hat und dann mussten die einen anderen nehmen und dieser andere mit dieser anderen Bassbremse hat so wie ein Paar gemacht, dass wir uns sehr bequem bequemen und dann haben wir auch Spaß gemacht und uns. So. Jetzt möchte ich euch immer eine persönliche Geschichte erzählen, weil es auch in Almeria passiert. Ich habe Bud Spencer in Almeria getroffen und jetzt suchen wir ein Motiv. Ich wollte einen Platz, dass die Leute sich erinnern, wie man erinnert sich in Hitchcocks Film Psycho, so ein Haus, man erinnert sich immer an diesen Haus. Und der Stenographer sagt, ich glaube, dieses Platz hier ist gut. Dann habe ich gedacht, es ist besser, dass wir weitergehen und noch suchen. In diesem Moment hat mein Handy geringelt und war Bud Spencers Sohn und hat gesagt, mein Vater ist gerade jetzt von uns gegangen. So, eine große Traurigkeit, natürlich. Und dann bin ich etwas weg von die Crew gegangen und habe ich gedacht, und wusste nicht, was machen. Und plötzlich, eine große Freude ist in mein Herz gekommen, Und ich konnte das nicht verstehen, aber dann habe ich es verstanden. Dass doch Bach wollte, dass ich einen guten Film mache. Und da hat immer, wie sagt man, Consigli, ist auf Italienisch, hat immer schon gesagt. Ja, danke dir. Danke. Ja, danke. So, ich habe gewusst, dass er sagte zu mir: Das ist der Platz. Nehme in diesen Platz. Mach keinen Unsinn oder hier musst du deinen Platz haben, den du so wolltest in diese ganzen Monate. So, ich habe jetzt den Platz genommen und ihr werdet es sehen. Es ist so ein Berg, so, und wir haben dann Westernhäuschen gebaut an dieser Seite und an dieser Seite. Es ist dieser leichter zu sagen. So, das ist eine persönliche Geschichte. Aber ich fühle, dass wenn ich hier gekommen bin und ich habe an das gedacht, wenn ich im Flugzeug war, ich habe das nicht verstanden, dass bald, ich habe ihn getroffen an die Almeria-Wüste und hat mir beigesagt an die Almeria-Wüste. So ist ganz persönlich, es macht Freude und ich bin froh. Ich hoffe, dass ihr euch Freude habt, hier diesen Film zu sehen. Und dann alles Gute. Grazie. Vielen Dank. Ja. Viele Freunde habe hier und ich fühle das selber. Und ich gehe jetzt.
Es freut mich auch, dass das ist mein letzter Platz, wo ich mit euch spreche und auch mit anderen Plätzen. Und morgen fliege ich wieder zurück nach Italien, nach Rom. Und so, alles Gute, hoffentlich kann ich wiederkommen. Ah, einen Moment. Das ist Karlsruhe. Ja. 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 Ich bin manchmal gekommen, weil ich habe einen Bruder, der ist hier für 7 Jahre gelebt und er war ein Lehrer. Und so bin ich viele Mal hier gekommen, ihn zu besuchen, und ich hatte auch eine Verwandte in Ludwigsburg. So ist gut, dass es hier endet, meine Tour. Danke sehr. Alles Gute, danke. Tschüss.